Ja, da gibt's immer mal wieder eine Folge zum Gucken. Ja. Ja, spannendes. Puh, ja, also. Alter, aber ich habe jetzt 2000, ich kriege jetzt, glaube ich, echt fast 2000 Gold mehr pro Runde. Überrascht mich nicht. So. Oh, oh, nein, zurück, zurück. Oh Gott. Ja, wobei? Das wird lustig. Oh, jetzt bin ich. Das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das sind. Also, ich habe 1500 und der Gegner hat 3000. Wollen wir spielen? Jo, gerne. Okay. So. Vor allem, wenn du spielst, habe ich auf jeden Fall mehr Verluste, glaube ich. Ja, du hast es wird auf jeden Fall eine größere Herausforderung. Das auf jeden Fall. Aber warte, ich angreifere dich. Nee, du verteidigst mich. Dich. Okay. Also du kannst dich einbunkern. Okay. Okili dokili. Ja, du hast halt hauptsächlich Elefanten da drin. Nein. Aber das kann. Ah, nee, es ist keine Stadt mit Mauern. Nee, sonst. Ja, dafür sind Elefanten dann übel unpraktisch, oder? Für befestigte Städte? Ja. Ja. Da. Genauso wie Kavallerie. Kann man nicht. Ja. Es geht einfach nicht. Wow, ich habe noch Unterstützungsschiffe bereit. Oh, sehr schön. So, ich kriege sogar noch mehr Unterstützungsschiffe, die ich nicht haben will. Okay. Das ist gut. Ja, und dann habe ich noch haufenweise unnütze Speerkämpfer. Na, toll. Okay. Wie ist es in den kleinen Städten? Du musst mich komplett kaputt kloppen, oder? Damit du gewinnst. Mhm. Oder ich nehme den Siegpunkt aus ein und wir warten eine Stunde. Okay. Wenn wir vorhaben, das zu tun, dann muss ich vorher würde ich die Stunde aber vorspulen, ehrlich gesagt. Ja. Nee, wir machen da jetzt ein einstündiges Let's Play drauf. Ja, man kann die Phalanx gar nicht mit, also weniger als 4 Reihen aufstellen, glaube ich. Ich konnte das gerade gar nicht bei den Piken. Du hast Piken? Also bei, was habe ich gerade gesagt? Also bei Pikiniere kann man's. Also ich glaube 2 oder 3 Reihen tief. Und bei Hopliten kann man's nicht. Also da kann man's, glaube ich, also nur 4 oder 5. Entweder ging's nicht, weil halt da dann einfach der Ding vorbei ist, der Platz. Nee, ich kann die nicht. Kann die nicht länger ziehen, die Reihe. Ich hätte noch Platz an der Stelle. Ha. Ja, vielleicht haben die es geändert. Also am Anfang. Oder, warte, was ist das hier? Nee, 4 Reihen tief. Okay. So, Bursch, und jetzt hätte ich aber gerne, dass die auch effizient steht und nicht irgendwie so halt. Ist das jetzt effizient? Ja. Ich sehe da nämlich eine Lücke. So, dann machen wir die Reihe einfach ein bisschen weniger lang. So. Ja. Vielleicht. So. Und
kommt einfach so eine unnütze, muss ausreichen Einheit da noch rein. Was ist los? Wie das aussieht. So, die komplette Reihe, richtig, weißt du, halt so eine relativ schmale Reihe, Pikiniere da, ja, okay, es sind 5 Reihen, aber trotzdem, so, und dann kommt so an einer Stelle, kommt dann so normale Speerkämpfer, so nur um, wirklich nur um so eine winzige Lücke zu füllen, und die stehen halt dann in, keine Ahnung, 20 Reihen und nur 5 Mann breit da, oder? Sehr schöner Anblick. Aber stimmt, du kannst die Pikiniere nur noch in, also 4 Mann tief. Krass. Also, okay. Das war früher anders. Ja, ich erinnere mich auch dran, dass es anders auch ging, aber... Wahrscheinlich, also so ist es halt anfängerfreundlicher, sag ich mal. Ja. Weil so ist, also mindestens so ist halt die stärkste Stärke. Vergesst die Schiffe nicht. So ist nicht, mir. Verarschen. Maybe. So, also zum einen, warum stellst du dich da vorne hin, wenn ich hier hinten sage, dass du dich ausstellen sollst? Zweitens, hör mal auf, hier so behindert mit dem Gartenzaun rumzukacken. Das nervt. Und drittens, stell dich jetzt doch nicht mal so hin, wie ich das haben will. Mann. Mit dem Gartenzaun kacken. Okay. Ja. Stell ich mir genau. Interessant vor. Okay. Ready? Und da... Nee, stopp. Ganz ruhig. Okay. Ich frag ja nur. Okay. Schwere Bogenschützen. Oh, ist dein Bogen so schwer? Du Armer. Oder seid ihr schwer, ihr fetten Säcke? Ich bin sehr gut in meine Gruppen motivieren. Ich merke schon. Das ist eine deiner ganz großen Stärken. So, weißt du, was mich schon wieder abfacken wird? Dein Bogenschützen über Häuser rüberschießt und ich mit meinen Steinschleudern das nicht kann. Ja, das hatte ich eigentlich auch nicht vor. Also, ist, ja. Ist im Grunde nur deine einzige Chance, hier irgendwie was zu reißen in dem Ding, weil, oder du rennst einfach mit den Elefanten quer rein. Naja, ja, eine Kombination aus beiden wäre ganz gut, glaube ich. Siehst du? Und genau deswegen bin ich jetzt schon genervt. So. Aber okay, nein, sie sind unnütz. Wäre auch zu schön gewesen. Naja, aber deine Plänkler können das, glaube ich, auch über Häuser. Aber also, die haben halt nicht so eine hohe Reichweite, aber die werfen schon auch im Bogen. Aber ich habe Steinschleuderer. Ach so. Keine Plänkler. Doch, deine ganzen Schiffe sind doch voller Plänkler. Ach so, das kann sein, ja. Also dachte ich. Das Blöde ist nur, dass ich mir nicht aussuchen konnte, welches Wetter es ist. Weil dann hätte ich sehr sicher Regen genommen. Naja. So. Dann... Von mir aus können wir... Nachdem du da schon die ganze Zeit bereit stehst, gehe ich mal davon aus. Na toll, und ich kann... Warum können die Schiffe da nicht annehmen? Ihr wollt mich doch... Flachsen wollt ihr mich. Flachsen? So. Interessant. Flachsen.
Ach, da stehen überall Pikiniere. Was ist das denn? Da, ich wollte jetzt eigentlich mit den Elefanten da rein, aber ja, jetzt weiß ich auch nicht. Warte, dann machen wir das mal anders. Kampfinfanterie. Ja, deine Steinschleuderer können das aber jetzt auch. Komischerweise. Vielleicht sind die Häuser flach genug. Ja, maybe. Greif ernsthaft die eine Einheit an, die scheiße ist. Ja, das war. Ja, ich greife einfach alle an. Ist ja nicht so, dass ich nicht noch mehr Möglichkeiten habe. Ich bin ja, also. Oh, warte, ich habe eine noch bessere Idee. Greifen die deine Elefanten überhaupt an, die Piken? Maybe. Wow. Das war ja ineffektiv. Warte mal, ich hab eins Idee. Du hast eins Idee. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Tja. Okay. Wenn du mich so fragst, habe ich sogar zwei Ideen. Kommandant! Zerstört! Rück vor! Schwere Bogenschützen! Sucht euch neue Ziele! Ihr sollt plänkeln, ihr Affen. Weißt du, ich sag ihnen, sie sollen plänkeln und was machen sie? Sie laufen auf deine Einheiten zu. Na, das ist immer geil. Piken-Infanterie zu euren Diensten. Doppelte Geschwindigkeit. Schnell. Erwarte Befehle. Sucht euch eure Ziele. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Gepanzerte Elefanten! Pikeniere! Gepanzerte Elefanten! Piken! Pikeniere! Zu euren Diensten! Schnell! Eure Befehle, mein Herr! Hey! Pikeniere! Bereit zum Einsatz! Bereit! Wie ihr befehlt! Schwere Bogenschützen! Der feindliche General ist tot. Schwere Bogenschützen, anvisieren! Erwarte Befehle, Rückvorreiter! Elefanten, bereit! Rückvor! Pikeniere! Piken bereit! Pikeniere! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Piken-Infanterie zu euren Diensten! Pikeniere! Bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit, Fehler! Verstanden, Herr! Schwere Bogenschützen! Wir erwarten eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Feuer!
Schnell marschieren! Schnell! Elefanten für den Kampf bereit! Zu Befehl! Befehl! Verstand, wie Befehl! Schwere Bogenschützen! Was macht denn mein General da hinten? Bitte was? Was macht mein General da hinten? Das muss ich sagen, weiß ich auch nicht so genau. War wohl ein bisschen hypermotiviert hier. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Na schon wieder. Was ist denn los bei euch? Was schon wieder? Ja, Raserei. Na toll, und jetzt, wo sie den General fast haben, fangen sie an zu backen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja. Jetzt habe ich sie da lang geschickt, die ganze Zeit nur um diesen scheiß General zu jagen und dann. Nö, danke. Ah, schön. Ich liebe die Reiter da aufschicken sollen. Naja. Ja, war doch sehr entschieden. So viel zum Thema größere Herausforderungen. Nee, aber gegen die Elefanten, ganz ehrlich, die kommen mir übermächtig vor. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen die vorgehen soll. Gegen Pferde und so, klar, da ist Reiterei und so, ist da Wahnsinn. Gegen Pferde ist Reiterei Wahnsinn. Mhm. Ja, genau. Gegen Pferde sind Piken der Wahnsinn. Aber... jetzt kommt das Problem, gegen die Elefanten, da rennst in die, mit denen rennst du in die Piken rein und im Zweifelsfall machst du noch Trampeln an, wenn es dir so nicht schon genug Spaß macht und dann sind sie tot. Also, Ja, aber also der Unterschied bei denen ist jetzt, dass das wirklich gepanzerte indische Elefanten sind und das ist halt die Elite quasi und das war eine blöde Garnison, also plus ein paar so ja, mittelmäßige. Ja, klar, aber ich meine trotzdem, also die... Also, ja, man darf auch nicht, also, kam gerade nichts an, oder was? Ja, nee, aber du hast so die ganze Zeit den Satz neu angefangen, so, deswegen... Ach so. Ja, also man müsste halt schauen, wie die Elefanten gegen deine Piken zum Beispiel antreten. Und das Problem gerade war auch, also ich habe ja die Elefanten ohne meine Armee quasi vorgeschickt und genau, und dann sind sie in Raserei geraten und haben trotzdem sind so weit auseinander gerannt, dass die meine Bogenschützen und Piken-Einheiten auch angegriffen haben. Also der General, der plötzlich am anderen Ende der Karte stand. Zum Beispiel, ja. Und das ist halt auch was, Elefanten machen krass viel Damage, aber ja, wenn sie rauten, dann hab ich ein Problem, also. Ist halt so eine Glaskanone. So. Ja, für die Glaskanone ist es aber noch ziemlich stabil, würde ich sagen. Ja, eine Panzerglaskanone.
Eine gepanzerte Glaskanone. Wenn du den einen Kern triffst, dann zerspringt das Glas unter Umständen. Aber wenn du ihn nicht triffst, dann... Gnade dir Gott! Ja, dann Gnade dir Gott! Wirst du trotzdem getötet. Ja, höchstwahrscheinlich. Mit oder ohne Gnade? So, du fängst mal hier an zu plündern, weil es mir Spaß macht. Weil ich das so möchte. Weil ich das so möchte. Du gehst da rein. Ihr werdet befördert. An sich könnte ich jetzt auch... ihr werdet auch jetzt mal befördert. An sich könnte ich jetzt, auch die Lusitaner angreifen, aber die mögen mich. Das ist immer so ein Problem. Wenn die mich mögen, dann ist es immer ein Problem. Warum mögt ihr mich? Verdammt. Hör auf damit. Okay. So. So. Dann noch kurz die Spione rumschicken und dann würde ich sogar für heute aufhören. Ja. Sehr gut. Das war nämlich auch mein Gedanke. Ja. Ich habe auch nur noch eine halbe Stunde Platz für, also auf meiner externen. Dann ist die voll. Okay, ja, dann. Macht sowieso. Also ist es schon entschieden, egal wie, wie wir wollen. So, dann du machst wieder das da. Und dann. Genau. Dann ist es fertig. Und dann speichere ich mal. Und dann bist du das nächste Mal wieder dran. Juhu! Ja, ich mache jetzt auch keine Abmod, weil wir haben ja auch sonst nur gemacht. Also, ciao. Tschüss.